Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart. Ui! Nachdem wir letztes Mal wieder im dem Grand, waren wir im Grand Prix? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren wir im Grand Prix oder waren wir im Teamrennen? Ah, Part 7 ist das. Dann waren wir. Eine gute Frage. Ah, dann waren wir im Grand Prix. Das heißt, wir machen jetzt wieder ein Teamrennen. Ja, das passt ja so. Ein Teamrennen. Ach, schade, dass man nicht Zufall nehmen kann. Ach, nehme ich mal Mario. Fangen wir jetzt mal hier chronologisch an. So, Mario. Die Blubberbully, den nehme ich im nächsten Part. Und zwar machen wir den Stern Cup, genau, den Blood Cup. Also fangen wir an mit der Piste. Ja, wir wollen auf die Piste Gas geben. Die Reifen sollen qualmen. Der Motor soll brennen. Wie es so schön heißt. Wir sind wieder Team Rot. Wir müssen gegen Team Blau ran. Also ganz wieder im 50er Klasse. Alteps Furios. Und so weiter und so fort. Komm, mach die Ampel Lucky. 3, 2, 1. Jawoll, endlich mal wieder ein Skat, der mir gelungen ist. So, gleich mal hier ein Item bekommen hier. So, nur blaue gerade vor mir. Das Item kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ach, da hat der Bus sich groß gemacht. Okay. So, immer mal die kleine Abkürzung geben. Wir müssen mal ein paar Positionen hier gut machen. So, Yoshi fährt auch noch mit dabei, aber leider nicht in meinem Team. Oh, ich bin ein armes Schwein. Mein Liebling nur noch gegen mich. Aber kannst du mir mal was Anständiges geben, ey? So ein Dreck, den kann kein Arsch gebrauchen hier. So, also Yoshi ist auch vorne mit dabei. So, wer hier macht mir meinen schönen Panzer gerade kaputt? Ja, Donkey Kong. So, Waluigi ist der nächste. Jawoll, hier kriegst du gleich noch einen. Ah, ne, der geht vorne noch zu Yoshi. Das passt doch. So, wollen wir mal auf gut Glück hoffen hier, dass ich ihn treffe. Irgendjemand habe ich jetzt getroffen. Scheint wohl Yoshi gewesen zu sein. Ja, sauber. So, drei Bananen einfach mal hinlegen und weiter geht sie wieder Fahrt. So, noch eine. Och, ich bin natürlich nicht der beste Fahrer hier. So ein Freundescode. Einer hat mich auch geändert. Ich habe es vorhin nachgeschaut. Ich habe noch 5 weitere Fragezeichen da stehen. Wäre schön, wenn die anderen mich auch noch dazu adden würden. Oh, das kommt eh noch alles. Spätestens dann, wenn es da am 1. September geht. So, kommt. Der Yoshi ist mir wieder dicht auf den Fersen hier. Ja, so einen Block kann ich nicht gebrauchen. Da brauche ich schon was Besseres. Ach, guck mal, der kriegt Panzer und ich nicht. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Ja, noch mehr auf mich feuern, ist klar. So, Yoshi, komm. Ein Frosch gegen einen Mensch. Komm, wer gewinnt das Rennen? Und dann der Frosch. Mein Gott, ihr sollt nicht mich treffen, ihr sollt den da vorne treffen. Ja, ist klar, ist klar. Ja, jetzt kriege ich wieder in der letzten Runde ab hier. Jawohl, nochmal ein Powerpilz. Kann ich nochmal was gut machen hier für unser Team? Nein! Ich wollte was gut machen. Und nicht noch Verluste einnehmen in der letzten Kurve. Nur Platz 5. Damit wären wir, glaube ich, schon mal in den Rückstand geraten. Ja. Ach, 3 Punkte. Das geht ja noch. 35 zu 38. Das habe ich mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich habe jetzt mit 40 zu... Schießt mich tot. So, der Koopa Cup ist der nächste. Okay, Koopa Cup. Cappuccino. So. Koopa Cup. Mit dem Koopa, ja. Mal gucken, ob ich diesmal vom Blitz erschlagen werde. Und wie oft ich diesen Wasserfall runtergehe. Na gut, den Wasserfall denke ich keinmal. Aber vom Blitz mindestens einmal. Oh. So. Was fährt denn der Yoshi da für ein Kart? Oh Gott. Sieht aber grauenhaft aus. Also Yoshi, mein Geschmack hast du schon mal nicht so peach. Du bist in meinem Team. Warum sagt ihr mir das denn keiner, ey? Ja, Donkey Kong geht mir erstmal mein richtiges, mein alter Block hier. Und von hinten kommt doch schon mal ein Riese angeflogen. Komm, dein Riese geflogen.
die Gammas elegant ausweichen und weiter geht's. So, momentan führe ich, aber ich habe aber nichts zum Abwehren, das ist schlecht. Das verbessert ja auch nicht gerade meine Lage. Turn left, Cooper, okay. Turn right, jawohl, Para Cooper. So, drei Bananen, die legen wir mal ein bisschen gezielt hin. So, wer ist denn alles hinter mir? Drei, wir müssen drei Punkte aufholen, das ist schon allerhand Holz. Okay, der hat mich schon mal nicht getroffen. So, jetzt kommt die heiße Phase. Ah, ich sollte vielleicht nicht so oft nach hinten gucken. Und vielleicht getroffen. Nein, elegant, diesmal nicht getroffen. So, Donkey Kong ist hinter mir, den kann ich eigentlich mal durchlassen. Ah, schade, fast war Luigi getroffen. Na gut. Erstmal Blubber Time, aber nicht lange. Für mich ist es jetzt schon vorbei. Ist wie mit Regen. Jawoll, fahr schon die Banane rein, du Gangster, Luigi. Die Kamera ist wieder elegant da, wie sie da stehen. Und auf den Weihnachtsmann warten, auf die Geschenke. Turn left, was hat denn da für eine Fahne? Eine Cooper-Fahne, okay. Oder eine Flagge, besser gesagt. Was hat der da? Gar nichts, der fliegt da nur, okay. Das ist wohl sein Zuhause von Para Cooper hier. In Cooper Cups. Donkey Kong ist zweiter. Das freut mich. Na gut, ich krieg eher als wir in den letzten zwei Kurven ab, wie vorhin. Ja, fängt ja schon an hier mit dem Powerblock. Ach, der habe ich noch irgendwie. Ah, gut, ich fahre auch mit einer Bike jetzt. Boah, ich wurde nicht vom Blitz erschlagen. Hier. Vom All wurde ich auch noch nicht begrüßt. Gucken, was es hier noch alles gibt. So, der Powerblock war sinnlos eingesetzt. So, weiter geht's. Letzte Runde, letztes Glück. So. Jawoll. Wieder drei Bananos. So. One Banano zu versuchen. Jawoll. Alle gut platziert. Ah, die Gammas haben sich bewegt. Also haben keinen Bus-Lust, auf den Weihnachtsmann zu warten. Das waren sie auf den Osterhasen. Och, nö. Nee. Auf dich kann ich verzichten. Auf dich hätte ich verzichten können. So, dann haben wir die kleine Sprungschanze hier. Ich habe aber einen kleinen Vorsprung jetzt wieder noch zusammen erarbeitet. Das freut mich. Immerhin, das schaffe ich noch. So, ein letztes Mal hier nicht vom Blitz erschlagen werden. Ah, Team Blau ist jetzt wieder gut mit dabei. Und Donkey Kong verliert Plätze. Ah, Luigi ist zweiter. Ich bringe jetzt mal die 15 Punkte nach Hause. Wo ist denn mein geliebter Freund, der Yoshi? Fährt ihr überhaupt noch mit? Ach du Gott, der ist ja am Arsch der Welt, der Arme. Ich weiß ja auch, von wem der Schkache kam. Ja, voll schön elegant vom Panzer getroffen. Über die Ziellinie. Na gut, da werden wir doch ein paar Punkte. Da werden wir in Führung gehen. Nee, okay, wir haben nur einen Punkt auf Gold. Okay, 72 zu 74. Nicht gut. Ganz so gar nicht gut. Das muss echt besser werden. Drittes Rennen, drittes Glück. Alle guten Dinge sind drei im Blätterwald. Im Wald, da gibt es natürlich auch Blätter, ne, ist ja wohl klar. Und in dem Wald gibt es auch Würmer, Schlangen, Bienen, die Honig hinterlassen. Ja. Soll das eigentlich Herbst darstellen oder Frühling? Im Blätterwald, das ist auch eine gute Frage. Soll das Herbst sein, soll das Frühling sein hier? Sieht mir einer. Ne, wann fallen die Blätter von den Bäumen? Herbst, oder? Ja, also Herbst, das soll ja wohl Herbst darstellen. So, wer überholt mich denn da? Ja, nee, der überholt mich nicht. Ja, ja, ist klar. Liegt noch. Ja. Ohne mich. Boah, ja. Die Banane war egal. Ja, ich spendiere ihn auch noch einen Pilz. Ja, komm, ist klar. Lass mich doch heute. Ja, Peach, ja. Mhm. Tolle Teamkollegin hier. So, mal ganz weit innen gefahren. So, Donkey Kong ist noch vorne mit dabei. Weg da. Ah, oh, warum nehme ich den Pilz nicht mit? Eine berechtigte Frage erwartet, aber keine berechtigte Antwort. Komm, weil ich die Fall runter. Oh, ich fahr fast selber runter. Jawohl, immerhin kriege ich hier was. Ja, aber nichts. Jawohl, ich habe mich erwischt. Jawohl, weil. Ja, schade, fast. Wirf Waluigi seinen eigenen Teamkollegen runter, aber nur fast. So,
Ich hab, glaube ich, werde Ton aussetzen. Geil. Glaube ich eher nicht. Donkey Kong führt, ich bin Zweiter. Jawohl, was kam denn mal von Team Rot von hinten? So, Luigi, du bist der Nächste, der dran ist. Ach, genau, fliegt dieser Panzer in diese Banane rein. So, Yoshi ist wieder gekonnt, Vierter. So, unser Bruder Luigi, oder auch Giro genannt. Zweiter. Für Donkey Kong habe ich noch keinen Spitznamen. Hier, fahren wir irgendwo rein. Ach, schade. Der Luigi tut mir den Gefallen nicht. Wickler tut mir auch keinen Gefallen. Ah, doch, er tut mir noch knapp den Gefallen. Aber wo kommt denn der Luigi daher? Wieder von links. Das geht da mal gar nicht hier. Was macht denn mein Freund Donkey Kong? Er einfach die Führung weggeben. So. So. Klaas müssen wir mal in den Hintertreten da vorne. Oh ja, ist klar. Es gab voll Donkey Kong. Kommt schon wieder von hinten angerast. Obwohl, ist ein bisschen sinnlos hier. Ein Schach kommt von hinten angeflogen. Trifft mich aber nicht. Komm hier, trifft. Oh ja, er fährt knapp neben. Ich treffe ihn nicht. Nein, 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 nein. Ah, wir haben noch eine Runde. Okay, Luigi ist wieder vorne. Yoshi ist wieder weit hinten. Okay. Das könnte jetzt echt bitter werden, weil die fahren alle hinten. Ach, nee. Ich korrigiere. Das ist gut, dass die alle hinten fahren. Ich muss schnell über die Ziellinie kommen. Weil dann, wenn wir das, wenn wir dieses Teamleistung nach Hause fahren, dann holen wir richtig auf. Wenn wir die Führung in der WM übernehmen. So, letzte Runde, letztes Glück. Luigi wieder ganz, Yoshi wieder am Arsch der Welt. Macht wohl gerne in der letzten Runde ein paar Fahrfehler rein. Dann nehmen wir mal 4 Itemblöcke mit, obwohl wir nur einer genügt. Ach du Scheiße, wir hätten deine Banane versteckt. Stimmt, der Waluigi oder Wario. Oder mein. Oder Hiro oder Giro oder was weiß ich. Uff, fast ein Tastenfehler hier noch ins Aus. Okay, wir holen Punkte auf. Definitiv. Und zwar richtig deutlich. Und das Ergebnis so bleibt. Haben wir Punkte aufgeholt. Zweiter und dritter geht an Team Blau. Ja, wir haben Punkte aufgeholt. Yoshi ist letzter geworden. 115 zu 104. So. Und damit gehen wir auch schon gleich ins das letzte, beziehungsweise vierte Rennen. Oh, Vulkangrollen. Oh, nicht meine Lieblingsschrecke. Nee, ganz im Gegenteil. Eher meine Arschschrecke. Insgesamt. Ich mag diese Rennschrecke einfach nicht so. Und dann im nächsten Part werden wir dann die letzten 8 Rennschrecken begutachten. Noch präsentieren, besser gesagt. Besser gesagt, ich präsentiere sie euch. So, mach deine Lampe aus da. 3, 2. Also sie sind ja am Anfang aus. Ich Idiot, du musst sie erstmal anmachen, sonst sollst du die ausmachen. So, wer möchte ihn haben? Keiner. Ja, den Block hast du aber super in die Lava versenkt. Wer auch immer das gewesen sein kann. Ich denke, tipp auf Waluigi. Ist dem Baby Mario noch alles mit? Ja, das gibt es doch echt nicht. Also nicht vergessen, mich immer noch in N. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war nicht gut genommen. Ich wollte eigentlich fallen, nicht immer da oben lang und dann fahre ich hier außen lang. Keine Ahnung, ob das der schnellere Weg ist. Ich mach's einfach. Als gegen die KI reicht es. Jawoll, sauber, Team Rot. Wir waren das Peach oder Cooper? Auf jeden Fall, der kriegt einen Applaus von mir. Weil wir führen jetzt 3 Rote führen. Fahrt mal mir vorbei, bitte. So, Baby Mario ist vor mir. Wir haben schon mal richtig Punkte auf. Aber gut, wir wollen nichts machen, wir müssen von unserem Vorsprung ausbauen. Das ist ja der Knack. Aber es sieht gut aus. Peach ist ganz weit hinten. Im Team kann man immer am besten nach hinten fahren. Einer. Wenn ich jetzt noch ein Mensch wäre, ich würde sagen, fahr einer fährt, du fährst hinten, ich fahr vorne oder so.
Danke, Baby Mario, das war sinnfrei. Oh ne, ja, komm, oh, es kommen die ganzen Blauen nur noch von hinten. Oh, und du machst mir alles kaputt. Okay, Peach holt auf. Na, Yoshi hätte wohl nur einen Glückstreffer gehabt, ganz am Anfang, wie das aussieht. Gammelt da jetzt hinten langsam rum. So, kommen wir zur letzten entscheidenden Runde. Die Last Lap. Wo ja noch viel passieren kann. Ey, du fährst mir aber auch immer hinten rein, Baby Mario. Fahr mir vorbei oder lass es gut sein. Wer ist denn der dritte Donkey Kong? Er sieht mehr als gut aus für unser Team wieder. Nur Luigi und Waluigi sind unsere strengsten Verfolger. Unsere strengsten Verfolger, ja. Ja, das war schön und elegant. Auch wenn ihr die Hälfte nicht gesehen habt. So, wieder hier schön aus und rum. Letzte Runde, kritische Runde. Da kommt bestimmt noch gleich ein Skari von hinten. Mich würde es nicht überraschen. Erstmal muss ich abgefackelt werden. Und ein Donkey Kong muss den Platz auch noch hergeben. Aber ich sehe wieder viele, 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 viele blaue hinten. Ja, auf jeden Fall wieder Punkte gut gemacht. Und zwar 164 zu 128. Damit gehen wir jetzt ins fünfte Rennen über. Und ich werde langsam müde hier. Ne, Blood Cup. Jetzt gehen wir in den Blood Cup in die DS. Glühheiße Wüste. Schon seit über 13 Stunden hier wach, ey. 9 Stunden gearbeitet und ist noch aufnehmen. Glühheiße Wüste. Meine Güte, nochmal die Entschuldigung. Drei, zwei, eins, let's go. Bam, bam, bam. So, erster Itemblock. Verspricht eine Banane, so wäre ein. Oh. So, Baby Mario übernimmt die Führung, aber nicht mehr lange. Baby Peach hat das gerade erledigt. Ach, schade, das ist nicht die, wie heißt das eigentlich hier? Dieser Kaktus-ähnliche Baumstamm oder was auch mit den Skarris dran. Sauber, fährt die mir direkt in die Karre. Jawoll. So, perfekt. Also, was muss in der letzten Runde kommen, nicht in der allerersten. Ey, fahr sofort. Boah, dieser Baby Mario. Gibt es doch einfach nicht. Was der kaputt macht, der fährt ja fast die gleiche Linie wie ich. Okay, zwei rote ganz hinten. Wir können uns Rückendeckung spendieren. Ach, diesmal. Ich wollte den einmal küssen, ja. Der sieht so groß aus. Und wie ein Blitz für uns. Was geht denn jetzt ab da? Gut, der Blitz trifft auf die gesamte Umgebung. So. Aber wenn Koopa hinten noch ein paar Blitze bekommt für die letzte Runde, dann ist alles in Ordnung. Okay, wir drei führen jetzt aber relativ deutlich. Dann heißt ich bleibe auch vorne. So, diese feuerartigen Köpfwesen da. Keine Ahnung, wie ich die bezeichnen soll. Ja, muss ich die Banane einfach mal entfernen. So, Bowser kommt jetzt von hinten. Na, ich wusste, dass da noch was kommt. Es wäre zu einfach gewesen. Aber es sieht echt mehr als gut für unser Team wieder aus. Obwohl, jetzt ist es wieder so ein bisschen durchwachsen. Okay, ich höre eins, zwei haben wir immer noch. Ah, jetzt kommen sie wieder von hinten alle. Dritter ist Donkey Kong, jawohl, das Podium haben wir komplett. Ja, auch wenn Donkey Kong sich dreht, der wird als Dritter gewertet. Weil ich bin der entscheidende Mann, der durch sein muss.
200, 659. Very, very, very good. Sehr, sehr gut. Auf geht's, nächstes Rennen. Und zwar, Bo ach, die Borsa Festung 3 aus der GBA-Serie. Reihe. Serie. Na gut, Serie kann man ja auch sagen, ja. Kann man jetzt zweideutig verstehen. Aus der Gameboy-Serie kann man ja auch sagen, aber man sagt bei der Gameboy-Reihe. Ich sag's zumindest so. 6. von 8 Rennen. Wir nähern uns das dem Ende dieser WM hier. Besser gesagt, diesem Team-Versus-Rennen. So, der Start erfolgte auch schon. Erster Item-Block. Was kriegen wir denn da Feines? Ah, wir so einen Block, den kann kein Mensch gebrauchen. Außer Baby Mario, der kommt auch von hinten angeflogen. Ah, mein Liebling Yoshi spielt aber wieder wild vorne von der Partie. Oder ist auch wieder mit vorne von der Partie. Ach, du scheiß Schleimblock, ey. Du gehst genau in den falschen Augenblick hoch. So, Yoshi wurde, glaube ich, abgefackelt. Wenn ich es richtig gemeint habe. Gesehen habe ich es nicht. Nee, so weit geht's nicht. Also hellsehende Fähigkeiten habe ich noch nicht bekommen. Oh, da war aber jemand ganz heiß. Ach, sehe einer von meinem Team. Okay, das war Koopa. So ein Skachi für wen? Jawohl, für Yoshi. Baby Mario hat einen guten Vorsprung jetzt und den wollte ich mich erstmal nicht kümmern. Oh, komm her, Waluigi, komm her. Alter, was hat der für ein Tempo drauf? Alter, was hat der für ein Tempo drauf? Ich kann ja gerade mal wieder Wolke folgen, ey. Okay, Nintendo müsste dran arbeiten. Power Block! Da kommt denn hier von hinten? Koopa, Wario darf ich nicht berühren. Jetzt bin ich nur noch 10. Alter, ich werde ja gnadenlos durchgereicht. Gib mir doch mal, was meinem Team weiterhilft. Nicht nur mir. Was soll ich denn mit so einem Dreck hier? Ach, fällt mir denn den Itemblock? Ach, gut, dass die Pichin geklaut hat. Wenn da so ein Müllball rauskommt. Ich krieg auch mal meinen Skachi. Oh, wunderbar. Und gleich noch ein bisschen. Jawohl, ja. Das nenne ich nochmal Führung. Hier, so, Peach, nimm den Block doch mit. So, Toad und, Baby Mario führen, ja. Meine Augen sind langsam schlapp hier. Aber mein Mund nicht. Ob der was. Das war dämlich. Warum geben die kein Gas mehr? Oh, gerade so elegant gerettet. So, guck mal, als letzter ist wohl in die Lava gefallen. Das habe ich so am Bildschirmrand verfolgen können. Was? Oh, der ein Glück weicht der alles aus, der Luigi. Aber oh, das war, glaube ich, mehr mit Glück als mit Können zu tun. So, da kann gleich noch was von hinten kommen. Weil der Koopa hat, glaube ich, einen Stern oder Pilze bekommen. Ich sehe nix. Habe ich das eher gewusst. So, Yoshi ist in der Banane oder so reingefahren. Das ist gut. Ich krieg nochmal 3er Bananen. Das ist noch besser. Aber auch irgendwie eine komplette Abwechslung gerade, wer vorne mitfährt. Nein. Ach, ich habe eh einen Vorsprung. Jetzt muss ich nur noch ins Ziel tragen. Oh nein, die Wolke hat die Wolke, hat die Wolke. Ich muss schneller fahren. Bevor er klein wird. Ja. Oh, nach der Ziellinie ist mir das egal. Ob danach der Ziel rankommt, war egal. 250, 288, das sollte ich eigentlich jetzt sicher nach Hause fahren. Auf geht's damit ins 7. Rennen. Von 8. Ah, N64 Donkey Kong Jungle Park. Schnell einen Schluck trinken. Der nächste Wasserfall. Ah.
Was ist der Remiro so? Los geht's. 2, 1, go! So, der Panzer geht erstmal nach hinten. Ist ja wohl klar, oder? So, und dann geht's hier mal wieder über diese lange Rechtskurve. So, wer verfolgt uns denn überhaupt? Baby Mario! Und sonst sehe ich erstmal nichts, weil ich erstmal eine Runde fliege. Jetzt muss ich auch mal wieder nach vorne gucken. Ich kann ja nicht nur nach hinten gucken. Obwohl das geht. Da muss ich nach Gefühl fahren. Aber das funktioniert bei mir nicht. Ach, da kam ein Powerblock von hinten. Okay. Ja, natürlich von unserem Team. Ach, wo ich wohl die einsetzen werde. Da müsst ihr, glaube ich, nicht lange überlegen, oder? Ah, gut, den ersten habe ich jetzt schon getroffen. Aber der Rest dürfte klar sein. Hallo, hallo. Bitteschön. Ja, da kann man ja nur noch reinfahren. Also da müssen wir ein paar Fallen in der letzten Runde platzieren, Baby Mario. Und Toad, oh, was ist denn das? Ein neues Gesicht auf den ersten drei Rängen hier. Cooper auf der 4. Das ist ja so, als wenn ein Glock vorne mitfahren würde. In Marusha. Naja, ist ein anderes Thema. Ja, super Panzer. Hat mich super getroffen. Okay, ich kann das Tempo von Baby Mario mitgehen. Also, wenn ich vorne wäre, ich könnte, glaube ich, auch keinen Vorsprung generieren. So, jetzt kommt Bowser, aber kommt von hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, die blaue Armee möchte es wissen. Kann was liegt dir denn da für Bananen hin, ey? Sage mal einer. Wo bleibt denn der erste blaue Schach? Ich warte schon drauf. Jawohl, leg ein paar Bananen hier rein. Hätte ich auch machen können. Dreierpack. Jetzt kommt der Luigi von hinten und tschüss. Kannst gleich verbleiben. So, mein Freund der Toad und Donkey Kong fahrt man mir vorbei. Ah! Och nee, war Luigi bitte nicht, ey. Was ist groß, klaut viel und hat den Namen Luigi in seinem Namen. Genau, war Luigi. Und schon bin ich Zehnter. Vorhin war ich nur Zweiter. Und jetzt bin ich fast Letzter, ja? So schnell geht's. Zum vom Tellerwäscher zum Millionär. Und vom Millionär zum Tellerwäscher. So schnell kann's gehen, ja? So, komm, Bowser. Du bist auch gleich weg. Ich krieg aber nur Schrott als Siebter und Sechster. Krieg ich ja, als Drittplatzierter bessere Kacke, ey. Ich brauch einen Block. Warte, warte, warte. Weg damit. Nein, nein, nicht 1 und 2 für die. Nein. Da muss ich jetzt noch was dran ändern, irgendwie. Komm. Ne, das geht so schlecht aus, das Rennen hier. 1 und 2 für die. 3 und 4 für uns. Das sah zwischenzeitlich besser aus. Oh ja, da haben wir jetzt Punkte eingebüßt. Aber sollte trotzdem noch reichen. 280 zu 231, das reicht. Ich glaube, 50 Punkte kann man gar nicht aufholen mehr im letzten Rennen. Also, schon mal die Champagnerflasche aus dem Kühlschrank. Und lauf geht's zur letzten Strecke in Mavis Piste. So, Champagner schon mal schon kalt gestellt. Fehlt nur noch die Sektgläser. Das macht das Team gerade fertig. So, jetzt das war das letzte Rennen. Piranha möchten vielleicht auch einen trinken. Sind auch Lebewesen in dem Sinne. 2, 1, auf geht's. Letztes Rennen, letztes Glück. Oder Pech. Pleiten, Pech und Pannen. Das habe ich eigentlich in einer anderen Let's Play schon oft genug gehabt. Jawohl, Yoshi. Küss den Ketten und dein Freund und Helfer. So, Barry, was willst du denn
Geldgeller Sack hier. Willst du eine Banane haben? Jawoll, schön. Hast gleich alle drei mitgenommen. Wuhu! Jawoll! Yes, Baby! So, na gut, yes, Baby. Peach ist letzter. Mein kleines Baby ist fett gerade auf Position ganz hinten, Mario. Da kann ich leider nichts dran ändern. Aber ich weiß nicht, ob dich das freut oder nicht freut. So, erstmal kriege ich einen Stachi von hinten, ja. Die tägliche Stachi-Portion muss ich ja haben. Auf meinen extra Teller, auf die extra Wurst. Aber einen Kuss mit Ketten und das muss ich nicht haben. So, wir haben drei Bananen. Kommt, kommt. Ja, jetzt fahren sie erstmal an mir vorbei. Auch mal eine schöne Kameraperspektive gewesen. Jawohl, einen Block kriege ich noch. Ach, schade, Yoshi habe ich nicht berührt. So, letzte Runde. In diesem Part. Dann geht es noch auf zur Siegerehrung. Die ohne Yoshi stattfinden wird. So, die Banane. Also das kann ich keiner reingefahren, dann mache ich wieder alle weg. Die Banane wollte ich nicht küssen. Letzten paar Kurven nochmal die Gambas hier. Hallo, sag hallo. Hallo, hallo Gras, hallo. Hallo Pflanzen, hallo Rote, hallo Blaue, hallo Stern, hallo fressende Piranha, hallo Zielgerade, hallo Sieg. Wuhu! Na, wir haben sogar noch Punkte aufgeholt im letzten Rennen. Also ich 107. Ja, schießt doch noch Zweiter mit 59. Oh, wow. Anderem Team natürlich. So, auf zur Siegerehrung. Yeah! 107 Punkte! Baby Mario ist zweit. Okay, dann kommt Donkey Kong. Koopa weit abgeschlagen.